Ich habe mal für euch den Stigoe-Roller getestet, den man zusammenklappen kann und zum Beispiel mit in die U-Bahn nehmen kann. Er zieht relativ schnell an, wie ihr sehen könnt, aber die Bremsen funktionieren auch genauso gut. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, den Roller zusammenzuklappen und wieder aufzuklappen. So, während der Fahrt kann es mal vorkommen, wenn man irgendwie über eine holprige Strecke fährt, dass man dann den Gashebel so ein bisschen verliert, dass man das rausflutscht. Das ist leider ein bisschen schade. Bis hier hinten sind ja diese kleinen Rollen dran, die man dann nutzt, wenn man das Ding zusammengeklappt hinter sich herzieht. Haben manchmal das Problem, wenn man an den Bordstein hochgeht, dass das ganze Gerät da so ein bisschen seitlich wegkippt. Das ist natürlich, weiß nicht, allzu leicht ist, auch ein kleines Problem. Ansonsten aber auf jeden Fall eine schicke Kiste, die gut fährt, aber auch nicht ganz billig ist. We saw that many people would like to use a two-wheeler, but they have nowhere to store or charge it because either their apartments are too small or offices too small. So we thought we need to make something that you can quickly fold tow between behind you and take it indoors for charging and parking. And that's how the Stigoe idea was born. We started production August 2016, and within a year we produced 3,000 units, which we also sold to the customers. So we see that there are a lot of people in office buildings, high-rise office buildings, who need to run errands during the day. Go out for 2 to 5 kilometers for business meeting, for coffee shop, and it takes a lot of time to use conventional means of transportation. So if they had a group of Stigoes there, standing ready to be used by employees, that would definitely shorten the time people are spending in traffic, which would obviously mean that it's a better use of investment of their salary. How we will do it exactly, that remains to be seen next year.